Yo, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einem Duell der Tränen bei Yu-Gi-Oh! The Legendary. Joey Wheeler sagt, Yugi, komm schon Yugi, warum antwortest du uns nicht? Ich habe ihn noch nicht so gesehen. Er ist total weg. Nun, er hat gerade die einzige Chance, seinen Großvater zu retten, verloren. Mai kam schlendern die Treppe von Pegasus Burg hoch. Was ist los? Wenn ihr genug Sternchips habt, um in die Burg zu kommen, warum seid ihr dann hier? Es ist Yugi, er hat seinen Sternchip an Kaiba. Er verlor seinen... Und jetzt ist es, als hätte er den Willen verloren, weiterzumachen. Also sagt der kleine Kerl... Also, der kleine Kerl verlor schließlich eins, hä? Glück für euch, dass ich kam. Hör zu, Yugi, du wurdest geschlagen, aber es bedeutet nicht, dass es das Ende der Welt. Als ich geschlagen wurde, dachte ich auch, es war alles zu Ende für mich. Aber dann bist du eingesprungen und hattest meine Sternchips gerettet. Und jetzt wieder ich deinen Gefallen. Aber wenn du deine Sternchips aufgibst, kannst du nicht das Preisgeld gewinnen. Ich bin freundlich, nicht dumm. Boah, sie hat bereits 10 Sternchips für sich. Mach weiter, Yugi. Du weißt, ich schulde dir eins, also nimm sie. Sind meine Sternschippen nicht genug für dich? Na schön, ich werde sie behalten. Und deine Freunde können dir deine Nase wischen, den ganzen Tag zurück in den Kindergarten. Werde erwachsen. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Mai, werd nicht wütend. Du verstehst es einfach nicht. Aha, ich verstehe es. Ich verstehe. Dein Freund verlor ein lausiges Duell. Und jetzt ist er zu feige, um wieder zu spielen. Ist das nicht richtig? Wie erbärmlich. Komm schon. Hühnchenjunge, duell mich für sie. Ich werde dich duellieren. Ich werde hier und jetzt duellieren. Für Yugi. Wir nehmen das geschichtliche Duell, weil ich weiß nicht mehr ganz, was sie eigentlich hat. Also ich weiß nicht mal, was die Thea für Karten richtig hat, aber wir verlieren wieder. Genau, an die Karten kann ich mich ja erinnern. Den Rest kann, ich weiß sonst nicht mehr, was der hat. Ich kann mich nur noch an diesen Engeltypen Vieh erinnern. Okay, wir werden jetzt einfach mal, ach, ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Wir legen jetzt einfach hier, wir setzen die im Verteidigungsmodus. Ich weiß echt nicht mal, was die, oh nein. Obwohl, so schlimm ist es ja eigentlich nicht. Weil wir könnten jetzt, wollen wir in die Battle, komm, wir gehen in die Battle-Phase. Wir riskieren es mal. Toll, aha. Ja, komm, wir aktivieren die Karte. Dann geht sie nämlich auf den Friedhof. Und... Was zur Hölle? 1004... Oh, schade, dass ich nicht nochmal angreifen kann. Oh nein, was hat's denn jetzt hier gezogen? Oh, 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 oh. Aha, okay. Wie machen wir es denn jetzt? Ich würde mal sagen... Wir setzen einfach mal die Karte und wenden uns in Zug. Die Karte ist nämlich richtig geil. Überleg mal, wir haben jetzt zwei von irgendeiner Karte. Da sind wir schon bei 1800 plus Sätze. Ich sage jetzt mal 1300. Das wären wir bei 3200 oder so. Fuck. Alter Schwede. Scheiße, was passiert denn hier bitte? Die holt jetzt die ganzen Harbin und hat jetzt noch die Harbin-Schwestern auf dem Feld. Für jedes auf dem Feld Monster was zum... Was soll denn das denn bitte? Ich kann einfach nichts Verdammtes machen. 2400? Ja, okay. Ja, klar. Ey, da kann ich doch Clay aufgeben, oder? Das ist doch kein Match, das ist eine pure Vernichtung. Ich hoffe, ja! Obwohl, naja, eigentlich nicht ganz so gut. Da kriegen wir kriegen gerade mal 1100 dazu. Ey, wir kriegen gerade mal 900 dazu. Deswegen setzen wir diese Karte einfach nochmal. Wer verloren? Wir haben Gott verdammt verloren. Seht zu und staunt, wie ich vernichtet werde. So, mal gucken, ob wir diesmal... Wir fangen an. Wir spielen das Erster. So, wir gucken mal, was haben wir denn jetzt Schönes hier? Das sieht doch viel besser aus.
So, wir setzen einfach mal die leuchtende Freundschaft im Verteidigungsmodus und Ben natürlich schon mal uns in Zug. Weil so viel möchte ich am Anfang nämlich nicht machen oder kann ich auch nicht machen. Da sind 400, okay, dann mache ich mal Platz. Ach komm. Wir aktivieren wieder diese wunderschöne Karte, die eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Ich frage mich gerade nur warum. Okay, gut, ich habe hier. Ich frage schon gar nicht nach. Glücklicher Geliebter. Warum hat die bloß so welche Karten? Ich werde mal was probieren. Ich werde diese Karte beschwören. Werde diese Karte aktivieren. Und hoffentlich zählt diese Karte mit. Die Karte zählt mit. Das ist nice. Und wir gehen in die Battle-Phase und greifen sein kleines Monsterchen. Ihr kleines Monsterchen an. Wir wissen aber nicht zu früh freuen. Wir sehen, wie schnell die Harpien-Schwestern und sonst alles ganz, ganz schnell kommt. So, und Harpien-Federwisch. Und da kommen natürlich die Harpien kastrieren. Und dann das Cyberschild. Warum auch nicht? Geil, nicht wahr? Es ist ziemlich nice. Ich habe gesagt, wartet ab. Geil, Verteidigungsbruch. Wir können einfach mit diesem fucking Deck nichts anfangen. Wie hatten die damals das geschafft, gegen die zu gewinnen? Ey, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach... Wie kann man mit so einem Deck spielen? Wie kann man mit so einem fucking Deck spielen? Man kann nichts anfangen. Geil, Adlerauge. Jetzt kommt vor allem... Jetzt kommt diese fucking Karte. Jetzt, wo ich von jeder Karte habe ich... Von jeder Fee habe ich einmal auf ein Dings, auf dem Friedhof. Ich werde auch wieder verlieren. Ich habe wirklich von jeder fucking Fee habe ich jetzt einen auf dem Friedhof. Geil, nicht wahr? Ich kann so viel ausrüsten, aber ich habe einfach fucking keine Karte dazu. Und ich habe verloren. Ich habe fucking verloren. So, noch einmal, dann beende ich den Part. So, noch einmal, dann beende ich den Part und ich habe wieder verloren. Also, ich spiele das weiter. Oh, fuck. Vor allem gleich zweimal. Gleich fucking zweimal. So, wir werden jetzt die Karte setzen. Wir werden diese fucking Karte setzen. Und werden einfach den Part... Kann man die Karte... Ne, man kann die nur so setzen. Dann werde ich den Part erstmal. Nein, möchte ich nicht aktivieren. Es war wirklich knapp gewesen, dass sie zerstört wäre, aber... So, jetzt haben wir noch die kleine Fee, die setzen wir auch. Und beende natürlich den Bart. Ist mir doch fucking egal. Ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los, jetzt nimmt sie mich wieder auseinander. Ach so, die Harpien, die kotzen mich an. Ja, komm, aktivieren. Geil. Glückliche Gebete. Haben wir die schon? Nein. Okay, dann machen wir es eben so, dann gehen wir gleich in die Battle-Phase. Habe ich auch kein Problem damit. Können wir etwas angreifen. Dann bin ich. Die Rune natürlich. Du bist dran. Mai. Ich sag schon nicht mehr dazu. Vielleicht nur... Ah ja, sicherlich. Sicher. Wir können einfach fucking nichts machen. Das kotzt mich sowas von an. Scheiße. Aber okay. Das war jetzt ein ganz großer Fehler. Wir hätten hier die Flipbeschwörung machen müssen. Hätten dann diese Karte aktivieren müssen. Können dann die hier ausrüsten, bringt mir eh nichts. Aktivieren dann noch den Effekt von der hier. Setzen hier alles hier drauf. 2800 und greifen dann erstmal an. Angriff! Auch wenn jetzt die Karte mit zerstört wird, ist mir relativ egal, aber wir gehen in die fucking Battle-Phase. Endphase. Jetzt kann man jedenfalls etwas damit anfangen. So. So, mal wieder die schöne Karte. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen in die Battle-Phase und greifen mal ihr kleines Monsterchen an. Wir aktivieren mal nicht den Effekt, weil ich nicht mal weiß, was da war. Wir beenden natürlich die Runde jetzt. Hoffentlich macht sie jetzt nichts Falsches. So, ich würde mal sagen, wir beschwören jetzt mal diese Karte. Greifen mit der hier an. Hätte ich auch mit der angreifen können. Wir aktivieren jetzt einfach mal den fucking Effekt. Ich weiß echt nicht mehr, was das war. Ach so, gab es noch mal Bonuspunkte. Ah, fuck, ja, okay. Hätte ich doch noch warten müssen, bis irgendeine Karte in Angriffsmodus wäre. Aber okay, wir beenden mal den Part. Und sie greift nicht an, das heißt, es fehlt zu wenig Punkte. Wir gehen hier drauf und wir greifen dann mit
glückliche Geliebte an. Greifen dann hier noch direkt an. Und damit 2003. Alter, jetzt läuft es endlich mal. Wir beenden natürlich den Part. So, ab in die letzte Runde. Hoffentlich. Weil nicht, dass die Karte noch irgendeinen fucking Effekt hat. Ich gehe in die Battlephase. Greif an. Hoffentlich kein Fehler war. Und da kam der Effekt und da kam die Harpie. Harpie 1 ist es, glaube ich, gewesen. Und dann greifen wir noch mit 8600 an. Und dann bin ich natürlich den Part. Und in der nächsten Runde ist sie flach gelegt. Boah, ja klar. Effekt aktivieren, ausrüsten, Zauberkarte aktivieren, Karte zerstören. Ach, das war bloß hier zum Sehen. Ja, und dann würde ich mal sagen... Fuck! Ich wollte in die Battle-Phase gehen! Okay, Effekt aktivieren. Oh, ich hätte hier drauf gehen müssen. Alter. Fucking no. Das ist natürlich die Harpie, das wissen wir eigentlich alle. Wir beenden den Part. 5300. Nein! Bringt das was? Das bringt was. Das bringt was. Scheibenkleister. Jetzt ist natürlich die Frage, wen sie angreifen wird. Wir gehen in die Battlephase. Scheiben, ich wollte angreifen. Oh, fuck. Ich hab gedacht, die greift schon was das Vieh an. So, 1400. Bringt uns nicht viel. Und ab in die Bälle. Diesmal gehe ich richtig. Angreifen und greifen hier das Lady Monster an. Ich beende meinen Zug. Alter, ich habe gedacht, das ist jetzt sofort vorbei. Nein, das ist... Oh. Die ist schlau. Die ist scheiße schlau. Obwohl sie natürlich mein Vieh angreifen könnte. Effekt aktivieren. So. Sind wir bei 4400. Jetzt überlegt man mit den anderen Karten von vorhin. Ich gebe auf dir. Ich habe nicht die Karten, um zu gewinnen. Doch, zweimal sogar. Ich habe gewonnen. Gut gemacht, ja. Du kannst wirklich... Du kannst wirklich durch für Yugi. Gute Partie. Was auch immer, du brauchst diese Sternchips sowieso nicht. Mai gab ihre Sternchips auf und begann wegzulaufen. Warte Mai, ich muss dich etwas fragen. Wenn du die letzte Karte gespielt hättest, hättest du nicht gewonnen. Es war für nichts. Es gab nichts, was dir hätte stoppen können, mich zu schlagen. Einige Karten sind einfach nicht wert, gespielt zu werden. Hey Yugi. Danke. Yugi, ich gewann dieses Sternchips für dich. Ich weiß, vielen Dank. Klar doch. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast, Thea. Du überwandst deine Ängste für mich. Du hast mir den Mut gegeben, mit meinem weiterzugehen. Ich werde wieder duellieren und hoffentlich werden die Folgen nicht so schlimm. Alter. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. War of the Gaggins. Battlepack. Oh, nice. Duell-Identität. Komm, nächstes Mal. Okay, aber wir müssen mal kurz was gucken. 2000. 2000. Wir haben 25.100. Leute, ich warte ab. Ich warte ab. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Daumen. Wenn nicht, einen Daumen unten. Schreibt in die Kommentare, ob euch das ganz gefallen hat oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Mensch Wort. Ciao, ciao.